Hallo zusammen, ich stelle euch heute einen Sekko bzw. einen Perlwein vor, der sich Bubbles Against Troubles nennt. Ich finde den Namen an sich schon super interessant und auch amüsant. Vom Winzerhof Stahl ist der aus Franken. Franken ist ja ein deutsches Weinanbaugebiet, was wirklich zentral in Deutschland liegt. Der Sekko ist eine Rebsorte oder ist eine Cuvée von Rebsorten aus Riesling und Scheurebe. Ist eine sehr spannende Kombination. Und bei den Cuvées ist es so, dass es das Ziel immer davon ist, die optimale Balance der individuellen Eigenschaften der Rebsorten zu finden. Also das Zusammenspiel einfach von Aroma, Säure, Süße, Körper, das Mundgefühl. Und das hat der Herr Stahl hier auf jeden Fall geschafft, in die Flasche zu bringen und ins Glas zu bringen. Es macht super viel Spaß, der Sekko. Und ich habe, also wir riechen mal dran. Hat so ganz schöne Anklänge von Johannisbeeren, reifen roten Stachelbeeren und so einen Hauch Zitrus noch. Und ich würde den auch so nehmen zum Trinken, super schön, aber auch einfach zu Freunden mal mitnehmen, zu einem Mädelsabend. Da passt der bestimmt ganz gut. Viel Spaß damit!